Oh, endlich. Danke sehr, danke. Halt, stopp! Na geh! Geh! Servus! Tag. Sag einmal, bist du nicht der Wolfi? Na sicher bist du das. Wir sind ja miteinander in die Schule gegangen. Ich bin's, der Andi. Servus, Andi. Na, dass ich dir mal wieder sehe. Ja, großartig. Was treibst du denn so? Naja, dies und das. Bin viel gereist. Ach so? Na, dann warst du immer schon vagabund, gell? Und? Wo warst du denn? Ja, überall. Überall? Na, dazu? Nein, ich hab einen Durst. Na komm, lass dir nicht alles aus deiner Nase ziehen. Na, dass ich dir mal wieder sehe. Na, jetzt komm. Gut, also, einmal da war ich gerade mit der Kaiserin Maria Theresia auf dem Weg durchs Weinviertel. Und da hat mich ein Adler von ihrem Kopf gepflückt. Schau, Wolfi, ein Adler. Und er fliegt genau auf uns zu. Na, servus. Und der Adler, der hat mich dann bis nach Rom geflogen. Echt? Ja, genau. Ja, und dann? Ja, na, dort habe ich dann den Augustus kennengelernt. Hallo, ich bin der Wolfi. Und ich bin Augustus. Oh, wer ist denn das? Der Kaiser von Rom. Da drüben, da steht seine Statue. Aha! Und dann? Habe ich ihm gezeigt, wie man einen guten Wein macht. Wie macht man guten Wein? Na und dann? Dann hat er mich zum Konsul ernannt. Ich ernenne dich zum Konsul. Ja, und dann? Ja. Einmal da hat er einen sauren Wein getrunken und hat er davon Bauchschmerzen gekriegt. Und da hat er gedacht, ich will ihn vergiften. Und da hat er gedroht, mich zu zerfranzen. Ich werde dich zerfranzen. Und dann bin ich aber über Nacht auf einem Schiff nach Griechenland geflüchtet. Cool. Jo, das war's. Na komm, hat schon weiter. Okay, was ist jetzt mit dem Wein? Hey, sieh da! Her da! Wo war ich denn? Bei Griechenland! Griechenland. Ja, stimmt. Griechenland. Griechenland Wein, Griechenlands Oliven, Philosophie. Der Traum für einen gebildeten Winzerhut. Verstehst du, da habe ich den Sokrates kennengelernt. Dem habe ich ein paar Denkanstöße gegeben. Darüber muss ich nachdenken. Wow, das ist super. Ja, und eines Tages, da ist dann der Dionysos vorbeigekommen und der hat Karten gehabt für die Sirenen. Ich habe Karten für die Sirenen. Verstehst du, Live-Konzert auf hoher See? Na, das, wir wollten gar nicht mehr weg, so schön war das. Na echt? Super. Ja. Aber jetzt stell dir vor, jetzt bin ich ins Wasser gefallen, plötzlich. Die Strömung, die hat mich dann bis auf Amerika gebracht. Sehr was. Ja. Ja, das war schon was. Ja, und was war dann? Ja, dann habe ich einen Freiherrn von Babo kennengelernt. Und der wollte mich als Gastdozent in seiner Weinbauschule. Oh la la. Na und dann? Was war dann? Naja, seine Dozentenstelle, die ist ja was, nicht? Ja, mit deinem Lebenslauf. Ja, und dann? Ja, dann ist aber eine Reblausplage ausgebrochen, die den ganzen Wein vernichtet hat. Kein gutes Klima für einen Winzerhut, kannst du denken. Echt, ja. Und dann? Was war dann? Ja, dann bin ich ins Kloster, um mich von den Schrecken zu erholen. Ins Kloster? Na, das auch noch. Ja, und dann, was war dann? Ja, dann ist mir zu langweilig geworden. Guter Wein, wenig Party, wenn du verstehst, was ich meine. Wann ist Party? Ja, und weiter? Na, dann ist der Adler zurückgekommen und der hat mich da hergebracht. Na, geh, das hast du jetzt erfunden.
Sag einmal, bist du nicht der Wolfi?